Und da sind wir wieder zurück. Im letzten Part hat das Team Plasma von dem Mädchen da das Pokémon gestohlen. Das heißt, wir düsen rüber und holen uns das Pokémon wieder zurück. Okay, die sind da reingelaufen wahrscheinlich. Aber ich werde jetzt was machen. Ich will dieses Item haben. Aber ich will natürlich jetzt nicht unbedingt vom Pokémon da belästigt werden. Oh, da ist ein Trainer. Oh, dein Team macht aber einen sehr guten Eindruck. Zeig mir, wie du sie trainiert hast. Mit viel, viel Patchenhiebe. Ein Nagelotz hat die Züchterin. Und weg damit. Mal, jetzt überlebt es noch. Das gibt's ja nicht. Jörgkef. Na, bleib mal drin. Sie will nur mein Pokémon schwächen, aber irgendwie greift es nicht an. Das macht ja dann auch nicht wirklich Sinn. Dusselgur. Gurr. Und tschüss. Wasser ins Gesicht. Also ein Schlag und ich bin wahrscheinlich tot, aber sie tut lieber noch weiter die Verteidigung runter. Bididim. Verstehe, du trainierst also, indem ihr zusammen auf Reisen geht. Hier, gib es! Dieses Pokémon, das du besonders wertschätzt. Na, mit der Stimme kann ich weiterreden, da tut mir der Hals weh. Wenn man mit einem Pokémon durch dick und dünn geht, wird es eine ganz natürliche Beziehung zu dir aufbauen und dich genau verstehen. Jetzt gehe ich runter, nehme einen Schutz und krieg einen Schutz. Na gut. Wenn es so ist, hallo Schern. Die Kerle sind hier reingelaufen. Caro, du hast doch alle richtig vorbereitet getroffen, oder? Nein. Ich könnte es mir nie verzeihen, gegen diese elenden Pokémon-Diebe den Kürzeren zu ziehen. Das verbietet mir mein Stolz. Triff bitte schnell deine Vorbereitungen, ich werde hier so lange auf dich warten. So, jetzt bin ich fertig. Ja, dann lass uns mal hineingehen. Ah, ich geh doch weg. Nein, Spaß, ich gehe rein. Caro, bei denen stößt man auf Taubeo an. Echt ein lästiger Haufen. Als ob ein solches Kind Pokémon adäquat behandeln könnte. Da können einem die Pokémon doch echt leid tun, oder nicht? Mit einem Pokémon freut es sich nicht anders. Gib sie uns! Ach was, wir nehmen sie uns einfach. Den Versuch würde ich gerne sehen. Und dann haben sie einen Nagelotz. Aber das Maul aufreißen bis ins Unermessliche. Er scannt mich. Ah, das könnte nicht reichen. Das ist blöd jetzt. Oh ja. Ui, meine, ich verliere gegen ein Kind. Oh, was für ein Schock. Wieso, weshalb, warum? Wir sind im Recht, wie können wir nur verlieren? Gut gemacht, Caro. Los, gib uns jetzt das Pokémon zurück. Warte, du brauchst es nicht zurückzugeben. Es ist schon traurig. Wir werden nicht nur missverstanden, man stellt sich uns auch noch in den Weg. Ihr seid zu zweit und ihr auch. Wir demonstrieren euch jetzt unseren Zusammenhalt. Dann erkennt ihr schnell, dass wir im Recht sind.
Da muss irgendwo ein Nest von denen sein. Ihr seid nichts weiter als Pokémon-Dieber und daher lieber ganz still. Caro, wir zeigen dir jetzt mal, dass man sich mit Sandkastenfreundschaften besser nicht anlegt. Okay, ein Doppelkampf, der ist sehr gut. Wow, dann haben sie zwei Nagellötze. Ich mache Energiefokus. Scheiße, meine Verteidigung sinkt. Ich mach mal Tackle. Ja, bringt sie ihm um. Jetzt hat er schon wieder eine Beere. Was der Bären hat. Na komm, Serpi Feuer. Denn sein Serpi Feuer kann auch irgendwie gar nichts. Außer gegen mich, da ist stark. Irgendwie. Lang lebe Team Plasma, Moment mal. Habe ich etwa verloren? Wie konnte Team Plasma bloß gegen so ein Schwächling-Team verlieren? Wir wissen es. Ihr seid einfach schlecht ausgerüstet. Wir nehmen den törichten Menschen die Pokémon weg und wir befreien diese von ihrem schrecklichen Joch. Echt ein lästiger Haufen. Was für ein Grund sie auch für. Aber was für ein Grund sie auch anführen mögen, den Leuten ihren Pokémon wegzunehmen. Also das geht gar nicht. Ihr Trainer, ihr bedeutet. Warum? Ich kann schon wieder nicht lesen. Ihr Trainer, ihr beutet die Pokémon doch am meisten aus. Wieso sollten Trainer ihre Pokémon ausbeuten? Das ist Unsinn. Das Pokémon könnt ihr wieder haben. Aber es kann einem nur leid tun unter eurer Tyrannei. Was für Wörter. Eines Tages werdet ihr eure eigene Dummheit erkennen. Die Trainer bringen das Beste in ihren Pokémon zum Vorschein. Die Pokémon vertrauen ihren Trainern und wachsen über sie hinaus. Ich verstehe nicht, wieso einem die Pokémon leid tun sollten. Also Caro, ich bringe ihr das Pokémon zurück und ich hol mir das schnell. Wenn das geht. Raub haben wir gefunden. Ich schau mal kurz, ob das stärker ist wie Bisse, bin mir jetzt nicht sicher. Raub hat 4, okay. 40 hat es und es ist physisch. Schauen wir, was Biss hat. Kann aber keiner von beiden. Hauptja, somit uninteressant. Schutz wirkt nicht mehr. Pech. Tausend Dank euch beiden. Ihr seid genial, Caro. Zu zweit habt ihr das Pokémon zurückgebracht. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, Freunde bei euch zu haben. Ich bin dir so unglaublich dankbar. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Ein Heilball. Ah, der Heilball. Wenn du damit ein Pokémon fängst, werden seine KP wieder vollständig aufgefüllt. Also dann, ich bring das mit hier nach Hause. Bis später, Caro. Tschüss. Baba. Wir gehen einfach da weiter. Soll ich mal die erste Seite holen? Ich bin gierig, ich weiß. Gegen Gift. Da unten ist der Sharon schon wieder, da schaut das nur so aus. Ah, es kommt zu einem Pokémon. Ein Dusselkack. Jetzt kann ich zeigen, was ich in der Trainerschule gelernt habe.
Fritzchen. Okay, da sind wir deplatziert. Ah, der Buddy ist auch schon angeschlagen ein bisschen. Okay, das wird wahrscheinlich eher nix. Da heilen wir uns lieber. Ja. Was ist das für ein Elezeber? Ja, mach Ladevorgang. Aber ist das tut nur die Verteidigung sein, oder? Spezialverteidigung von Elezeber steigt. Ups. Sonst nix. Warum hat das jetzt so einen starken Angriff gemacht? Okay, lad dich auf. Perfekt. Zack. Bumm. Tot. Sagt er. Ich werde den Buddy vorholen. Der braucht eh die EP dringend. Caro, halt! Siehst du das dunkle hohe Gras dort? Ab und zu kommt es vor, dass man dort auf zwei Pokémon gleichzeitig stößt. Sei daher besonders vorsichtig, wenn du dich durch das dunkle hohe Gras begibst. Also ich mache mich dann auf nach Septerna City. Ich wollte schauen. Egal. Je nach Strategie des Trainers können auch untrainierte Pokémon im Kampf ihre Stärken zur Schau stellen. Jawohl, Psychoflug. Fleckneul. Das kriegt leider einen Biss. Windstoß. Oh oh, bitte Buddy, komm. Was, war das jetzt Konfusion? Nein. Achso, ja stimmt eh. Bin auch schon wieder verwirrt. Bodycheck. Na, das kriegt auf jeden Fall. Das zieht zwar uns auch was ab, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich meine jetzt gerade nicht, aber... Ach, ist das frustrierend, ich hab verloren. Also Pech. Manchmal verliert man und manchmal gewinnen eben die anderen. Komm, da muss ja irgendwo ein Item sein. Nicht. Okay, dann schnell wieder raus, schnell wieder raus. Ah, nein! Nein! Ich will es eigentlich gar nicht riskieren. Da ist aber... Na komm, das darf jetzt aber nicht wahr sein. Einen Schritt habe ich gemacht. So, jetzt will ich nur kurz was austesten. Okay. Ich hab dich ja gerade umgebracht. Dann ist Level 11.
will einen Superball. Passt, Schutz, obwohl das lohnt sich jetzt nicht für das Stückchen da. Hallo. Um das Gelernte wirklich zu meistern, muss man es auch anwenden. Die Gudrun. Ein Nagellotz hat's. Kannst du das One-Hitten, Buddy? Wir werden es sehen. Vielleicht machen wir mal einen Kraftschub, sicherheitshalber. Okay, er verschwindet jetzt sein Ding. Sein Zug. Jetzt gehe ich wieder am Beutel. Und Bodycheck. Felilo, setz dann. Wieder Bodycheck. Der Hund one-hittet alles. Didim. Aus einer Niederlage kann man auch viel lernen, nämlich Demut. Endlich! Buddy entwickelt sich. Und da haben wir den Buddy zu Terry Buck weiterentwickelt. So, jetzt ist auf jeden Fall der Killer. Jetzt können wir austauschen. Gegen Labos wieder. Der muss nämlich auch noch da trainiert werden. Okay, definitiv ein Schutz, definitiv. Wecker. Ich habe mir gerade eine neue Strategie ausgedacht, nämlich noch schneller zu verlieren. Albin, Dusselkur. Kiesling, sehr, sehr gut. Ah, Robustheit. Wie ich sie vermisst habe. Spitz, spitz, spitz. Spritz, spitz, spitz. Bringt uns die? Aha! Werden wir auf jeden Fall reinnehmen. Ich weiß jetzt sowieso nicht, ob der physisch oder spezial besser ist. Ich konnte mich einfach nicht für eine bestimmte Strategie entscheiden. Boah, jetzt entwickelt sich er auch. Mit 17 ist aber ein komisches Level. Da haben wir den nächsten Svotronin. So, schauen wir mal kurz. Ah, da ist sogar ein sogar gutes Wesen erwischt. Verteidigung ein bisschen weniger, dafür der physische Angriff erhöht.
Aber jetzt weiß ich trotzdem nicht, was besser ist. Genau wegen dem. Naja, egal. Hallo. Hätte ich doch nur mehr Pokebälle gekauft, dann wäre mir das Pokémon eben nicht durch die Lappen gegangen. Du sag doch mal, wo spielst du eigentlich lieber? Drinnen oder draußen? Drinnen. Oh, alles klar. Dann sag mir doch, ob du dich eher für Dinge interessierst, die jeder weiß, oder solche, die niemand kennt. Solche, die niemand kennt, okay. Dich ist... Okay, irgendwas mit verrückt. Ich habe, glaube ich, eins zweit drückt. Oh, da steht schon der Scheren. Aber ich würde sagen, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann, euer Slavos.